So, okay, er hat auf jeden Fall auch ein ganz nices Team mit Vishu, Echnatol, ja, Sabayone. Why? Ja, okay, Sabayone wird uns eh wieder flexen. Ich sehe das schon. So, womit leadet er? Womit leaden wir? Wir könnten mit Cycler leaden. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Er könnte mit Vishu leaden. Sind wir da schneller mit Cycler? Ich glaube nicht. Aber dann haben wir immer noch Dings als Switch-In. Das ist okay. Ich glaube, ich leade sehr, sehr offensiv mit Sichlor. Hat er Rocks dabei? Tarnsteine? Nee, ne? Keine Tarnsteine. Giftspitzen, maybe. Aber wir haben Roserade. Das ist okay. Mach ihm platt. Na, wir werden das mal sehen. Ich glaube, Angel ist richtig übel drauf. Der ist richtig übel drauf. Alter, fetzige Musik. Fetzig! Okay, womit leadet er? Hat einen deutschen Stream abgewartet. Ich glaube auch. Ich glaube auch. So, das ist vollkommen okay für mich, glaube ich. Weil da kann natürlich böllern, der Junge. Die Frage ist, wenn ich dem jetzt eine. Habe ich einen Switch-In? Hab. Ja, Klefki auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe für eine Kehrtwende. Drück ihm schon mal massiven Schaden rein. Oh, Alter! Der Crit. Lecker. Lecker. und geh direkt in Dings, Klavium. Hex! Kann man jetzt die Shinies auch draußen schon erkennen? Nein. Okay, es kommt Flammenwurf. War eigentlich zu erwarten, weil wäre auch gegen Sichtlo gut. Oha, ist der offensiv, sag mal. Oha! Möchte ich in den Flammenwurf irgendwas reinschicken? Alter, ich habe super viele Dingsschwächen. Feuerschwächen. Fuck my life. Leben wir noch ein, ist die Frage. Ich könnte einmal. Könnten schneller sein. Ich gehe mal für Schmarotzer einfach. Okay, er ist schneller. Nein, hätte ich lieber die Dings gelegt. Hex. Hex. Er stirbt, okay. Hex, 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 Hex. Überall Hex. Fuck. So, wir könnten uns dann überlegen, irgendwas Offensives zu paralysieren. Irgendwas Defensives könnten wir halt nutzen, um Stachler zu legen. Je nachdem, wo er jetzt reingeht. Eigentlich muss er offensiv machen. Also er muss jetzt eigentlich einen offensiven Wechsel machen, weil jetzt eine gute Gelegenheit ist. Okay, es kommt ein defensiver Wechsel. Aber der kann jetzt halt Stachler oder irgend so einen Track legen, ne? Ich lege jetzt aber auch Stachler. So, das Problem ist, jetzt wo Klavion tot ist, haben wir keinen Auflockern mehr. Das ist blöd. In der Tat. So, und wir haben speziell offensiv nicht wirklich viel Krasses. Wir haben halt Rotom. Wir haben halt Rotom. Okay. Let's go, Rotom. Mein Freund. Er hat keinen Bodenmon, was er hier reinwechseln kann. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal für einen Voltwechsel. Wir könnten auch, hätten auch Ränkeschmied drücken können, eigentlich. Hätten wir machen können. The Root wäre ein guter Switch-In, theoretisch. Ah, der Schaden ist nicht krass. Hey, Jaycon oder Zaycon oder wie auch immer. Was kommt denn jetzt? Ich möchte halt ungern mit irgendwas ein Irrlicht fressen. Ich gehe mal in Roserade rein. Danke fürs Folgen. Okay, ja. Es kommt auch ein Irrlicht. Das ist aber okay. Wir haben. Diesmal haben wir wirklich innere Kraft. Diesmal haben wir wirklich innere Kraft. So, möchte ich jetzt einmal für Giftspitzen gehen? Ich glaube schon. Wir könnten auch Schlafpuder drücken. Ich gehe mal für Giftspitzen. Er geht sogar raus. Okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool.
Und Cancer kommt rein. Ah, perfekt. Weil dann wird auf jeden Fall irgendwas vergiftet gleich. Das ist cool. Ich meine, wir könnten jetzt hier drin bleiben. Aber er will vielleicht selbst die Giftspitzen legen. Deswegen weiß nicht. Ist nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich gehe auf Rotom raus. Und werde die Gunst der Stunde nutzen. Und du kannst gegen mich kämpfen, indem du Ausrufezeichen Join eingibst im Chat. Dann wirst du in die Liste mit eingetragen. Weiß aber nicht, ob du heute noch drankommst. Also Position 1 ist Position 2 eigentlich, weil der bei 0 anfängt zu zählen. Einer ist quasi noch vor dir dann. So, jetzt könnte natürlich ein Toxin kommen oder ähnliches. Okay, ne, er doubled. Er doubled. Das ist aber okay für mich. Das ist sehr okay für mich. Weil das war Voltwechselschaden vorhin. Das heißt, mit einem Donnerblitz töten wir ihn jetzt einfach. Ich glaube, ich gehe auch für einen Donnerblitz an der Stelle. Perfekt. So, was wollt ihr denn jetzt hier reinschicken? Zarut? Zarute könnte. Kano, übrigens, du wolltest mir doch einen Zarute geben. Zarut. Hat bisher noch nicht geklappt. Okay, es kommt Cancer wieder rein. Ja, um die Giftspitzen aufzusammeln, das sehe ich auf jeden Fall. Jetzt wird er halt wieder rausgehen, oder? Oder bleibt er drin? Er hat ja mit Zarut eigentlich wirklich einen guten Switch in. Ich glaube, ich gehe für einen Voltwechsel. Okay, er bleibt echt drin. Und stirbt einfach. Crit. Aber ich bin ehrlich, ein Acrostella sollte nicht von einem Voltwechsel-Crit sterben, oder? War das offensiv oder so? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt vielleicht tatsächlich The Root rein. Könnte sein. Sie müssten dann aber schneller sein mit Scaraborn. Ich glaube, ich gehe... Ja, wobei jetzt auch Dings reinkommen könnte. Sonst könnte auch Sabayone reinkommen. Das wäre scheiße. Nee, ich gehe in Sichlo. Hex am Start in dem Match. Mhm. Stechus Kaktus, moin. Ich hex alles nieder. Ohne mit der Wimper zu zucken. Kenne ich nichts. So, ist er vielleicht Scarfed? Das müssen wir halt rausfinden. Ich habe leider keinen Geist mehr, aber ich habe ein physisch defensives Libeltra. Naja, schauen wir mal. Hallo Lord. Schönen guten Tag. Mogli ist fein. Damit macht er sich halt mehr Schaden als mir. Das ist ein Leben ob. Gut, das ist gut zu wissen. Ich sag, ich gehe jetzt für eine Runde Kehrtwende. Hätten auch hohe drücken können, aber. Trunkkick nehmen wir noch. Sehr schön. Und da wir wissen, dass jetzt unser Scaraborn schneller ist. Kommen wir halt mit Scaraborn rein, holen uns einen Hochmut-Boost und let's go. Oder? Haben wir irgendwas gegen Sabayone? Nee. Bullshit. Sichlor schneller? Nee. Ich glaube, ich muss auf Scaraborn gehen, leider. Naja. Ist aber okay. Ba, 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 ba. Ja, dann einfach Nahkampf, ja.
Sieht doch stabil aus, soweit. Sieht doch stabil aus, soweit. Hochmut-Boost kommt. Nützt uns natürlich nichts, weil Sabayone da noch ist. Und gegen Sabayone sieht es halt wirklich gar nicht mal so gut aus. Nee. Gar nicht mal so gut. Wir können halt nur hoffen, dass jetzt Sabayone jetzt auf Bauchtrommel geht und dass mein +1-Boost reicht, um es zu töten. Aber ich glaube es nicht. Ich gehe einfach für Nahkampf. Falls jetzt Bauchtrommel kommt, ich kann ihn halt nicht free setupen lassen. Macht guten Schaden. Sehr, sehr guter Schaden. Bäre kommt. Das heißt, er ist dann auch schneller als alles, was wir haben. Und jetzt passt die Bauchtrommel ja doch noch rein. Okay, jetzt kommt aber direkt Muddler. Das ist gut. Das ist gut. Kein Setup. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Soweit, wir haben Roserade, theoretisch. Was kann es gegen Roserade machen? Knuddler, Ableitieb, also alles bringt ja nichts. Es bringt ja alles nichts. Ich glaube, Roserade ist der Play. Und einfach Matschbombe drücken. So, vielleicht kriegen wir noch eine gute alte Vergiftung bei rum. Matschbombe. Go. Er ist jetzt natürlich schneller. Ich glaube aber nicht, dass er uns One-Shot rausnehmen kann mit irgendwas. Jetzt in The Root rauszugehen, ist auch nicht der Play. Knuddler kommt, okay. Davon nehmen wir auch noch locker ein. Noch locker ein! Das reicht aber schon aus, sehr gut. Und jetzt ist noch The Root übrig. Und dem könnten wir, falls wir noch was überleben, auch nochmal eine Matschbombe mitgeben. Ansonsten wird es halt tricky, ne? Ich hätte meinen Scarfer jetzt natürlich gebraucht gegen den. Nicht so schön. Danke fürs Folgen, Lord. 22. Nicht so schön. Dark Lariat kommt, okay. Die Frage ist, ob er in irgendeiner Weise gewalt ist. Wir haben noch Sichlor Full Life und wir haben noch Rotom fast Full Life. Ich glaube, ich möchte ihm erstmal ein bisschen Chip mitgeben. Ich möchte ihm Chip mitgeben, mit dem Beulenhelm. Und dann hoffen, dass... Sichlor schneller ist. Ich habe auf Sichlor leider keine Prio. Was blöd ist. Aber falls wir einen Move nehmen von dem Jungen, dann ist er safe tot. Keine Gnade für den. So, aber weil es der Wahlband ist oder so, leben wir das nicht. Ah, okay, wir leben das gut sogar. Ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. GG! Geh zu dem G. Nices Team. Außer Sabayone. Sabayone ist Schmutz.